Denkfest ist das erste große Symposium in der Metropolregion zum Thema Kultur. Wir haben Referenten gewonnen, oder wir nennen es Impulsgeber. Von Amelie Deuvel hat, von Kampnagel Hamburg, aber auch Chris Tort aus Stockholm. Das sind alles Menschen, die in ihrem Bereich Herausragendes in der Kulturarbeit geleistet haben und uns einfach durch ihre praktischen Beispiele oder auch einfach ihre Ideen uns neue Impulse geben sollen. Ich halte sehr, sehr viel vom Denkfest, weil ich ja einer der Mitorganisatoren über die Festivalregion-Gruppe bin. So wie es jetzt bisher gelaufen ist, bestätigt uns das eigentlich, dass es uns gelungen ist, hier in diesem schönen festlichen Rahmen des Schwetzinger Schlosses ein wirkliches Denkfest zu feiern, das die Menschen frohstimmt. Es gibt Diskussionstische, wo Impulse, die aus den Referaten aufgenommen wurden oder Dinge, die man schon immer diskutieren wollte, besprochen werden können im kleinen Kreis. Das Denkfest ist erstmal ein sehr schöner Name, habe ich noch nie gehört. Eigentlich ist es ja ein Symposium oder ein kleiner Kongress. Aber Denkfest hat genau das, was eigentlich richtig Lust macht. Also das Fest hat ja was mit Feiern zu tun und Denken hat ja was mit Produktion von Gedanken zu tun. Und das zusammenzudenken, denken und feiern, finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, mein Wunsch ist, dass wir weiter zusammenrücken in der Metropolregion. Das wäre die Veränderung, die ich im Kulturbereich vorrangig sehe. Wir sind eine starke Region, weil wir sehr vielfältig sind. Wir haben sehr viele kreative Menschen in der Region. Und wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln, auch nach außen, aber auch nach innen, dann glaube ich, werden wir uns einen ganz, ganz starken Auftritt beschaffen und der ist wichtig, weil das ist auch ein Standortfaktor. Wir denken über die Region nach und Schwetzingen gehört nicht nur zur Region, sondern um ehrlich zu sein, war es in der Auswahl der Orte, wo wir das machen können, für das, was wir planen, hier das Schloss, die Atmosphäre, einfach der beste Ort.